Cyril Zimmermann, Sie sind der CEO von Adamant und in Zukunft auch Verantwortlicher für die Healthcare Fonds bei Bellevue Asset Management. Healthcare, Life Sciences, Medtech, Biotech, da gibt es sehr viele Begriffe in diesem Bereich. Wie kann sich da ein Anleger zurechtfinden in diesem Begriff Wust? Ja, es ist ein breites Spektrum, das Sie in Healthcare finden. Grundsätzlich kann man sagen, etwa 8 Billionen Dollar werden ausgegeben für Healthcare. Rund 60-70% sind Dienstleister, das sind Spitäler, das sind Krankenkassen, das sind vor allem eben auch Ärzte. Etwa 10% kann man sagen, sind Medikamentenausgaben. Dort haben wir klassisch Pharma mit etwa 600 Milliarden und dann auf der Innovationsschiene Biotech mit etwa 130 Milliarden und auf der Nachahmmaschine Generika mit etwa 140 Milliarden. Und dann dazwischen haben wir noch medizinische Geräte und Instrument plus implantierbare Geräte, die man natürlich in der Schweiz gut kennt. Und der Markt ist etwa 350 Milliarden. Also sehr differenziert, wobei Biotech mit 15% am höchsten wächst und so Geriatrieleistungen, Pflegeleistungen mit 2% eher am unteren Ende anzusiedeln sind. Was sind denn da die wichtigsten Trends momentan in all diesen Sektoren, auch aus Anlegersicht? Im Biotech-Sektor, nach dem Hepatitis C ein grosses Thema war im letzten Jahr mit einem durchschlagenden Erfolg von Gilead, ist jetzt wieder der Fokus Richtung Onkologie gerichtet, Richtung Kombinationstherapien. Dort erwarten wir einige Durchbrüche in den nächsten 5 Jahren. Auf der anderen Seite im Bereich Medizinalindustrie sicher Kardiologie im Vordergrund, also dort rund ums Herz herum. Neue Innovationen, plus auch Diabetes, was ein wichtiges Medtech-Thema geworden ist. Im Bereich Pharma ist eigentlich die ganze Breite wiederum abdeckt, wobei dort für uns spannender ist, mit welchen Biotech-Firmen wird zusammengeschafft, mit welchen Generika-Firmen wird zusammengeschafft. Im Bereich Generika ganz klar das Thema Biosimilars. Also Biotech-Produkte, wo der Patentablauf ins Haus steht, wo jetzt der Markt erst etwa 1,5 Milliarden gross ist, der sich wird verzehnfachen in den nächsten 5 Jahren. Sie haben das Stichwort Pharma genannt, die grossen Pharmafirmen, die grossen, also Giganten auf dieser Welt, Roche, Novartis, Merck und so weiter. Die haben den Kursavance gehabt in den letzten 1-2 Jahren, beeindruckend. Geht das weiter, die Avancen, vor allem zum Beispiel eine Novartis-Aktie? Novartis-Aktie, also grundsätzlich sagen, in der Schweiz sind wir mit Novartis und Roche eigentlich sehr gut positioniert auf der Pharma-Ebene. Novartis hat jetzt profitiert im Bereich Biosimilars, wo Hospira von Pfizer übernommen worden ist, wo mehr und mehr Beachtung Richtung Biosimilars gegangen ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige Pharmafirmen, die jetzt mehr und mehr sich Richtung Biotech oder Richtung Generika positionieren. Das heisst, der ganze Pharma-Markt wird ein bisschen neu aufgemischt. Grundsätzlich Bewertungen sind aber eher auf der sehr fairen Seite. Das heisst, eher schon ein bisschen zu hoch. Roche zum Beispiel, das ist erstaunlich. Der Genussschein hat sich nicht erholt seit der Ende der Kursuntergrenze der Schweizer Nationalbank. Es ist sogar am unteren Ende beim SMI. Auch vorher hat man schon ein bisschen gesehen, dass der Titel stockt. Was sind da Gründe? Gründe sind vor allem auf den Produktebene zu suchen. Es hat dort leichte Enttäuschungen gegeben. Auf der anderen Seite muss man sagen, man merkt jetzt auch so, dass Roche Genentech damals übernommen hat, weil eben Roche eine führende Position im Bereich von der Immunonkologie spielt, also von den neuen kombinatorischen Therapiemöglichkeiten. Und von dem denke ich, Roche ist gut ausgerichtet im Bereich Diagnostik, auch dort spielt Roche eine führende Position. Von dem her ist das wahrscheinlich eine vorübergehende Schwäche. Gerade der Medtech-Sektor in der Schweiz ist sehr stark. Wir haben auch hier sehr gute Kursavancen gehabt, zum Beispiel bei Strauma, Sonovan zum Beispiel. Mal abgesehen von den Kursteilen, die es bei der SNB Kursuntergrenzenaufhebung gegeben hat. Geht das weiter in der Schweiz? Die Trends, dass es auch Übernahmen gibt, zum Beispiel Nobel Biocare ist nicht mehr da als eigenständige Firma. Setzt sich die Trends fort? Ich befürchte, das ist natürlich aus Schweizer Optik sehr schade. Ich meine auch Solz Medica damals und jetzt Nobel Biocare Synthes, wo wir eigentlich auch an der Börse in der Schweiz verloren haben, wobei immer noch ein wichtiger Arbeitgeber in der Schweiz ist. Wir gehen davon aus, dass M&A generell weiterhin eine wichtige Rolle spielt im Medtech-Sektor, weil eben die Wertschöpfungskette, vor allem in Amerika, sich mehr und mehr ein bisschen neu definiert. Das heisst, es gibt zentrale Einkäufergemeinschaften, es gibt mehr Kontrollen im System, das führt dazu, dass mehr Bundling auf Products gibt, das heisst Nischenplayer, werden wahrscheinlich mehr und mehr von den Grossen geschluckt werden.
Das ist natürlich auch für die Anleger wichtig, weil sie können eine Übernahmeprämie dann einkassieren, wenn sie spekulieren wollen. Der Biotech-Sektor ist auch sehr gut am Laufen. Man hat auch gemeint, dass ich ein bisschen zurück, aber jetzt auch seit Anfangsjahr, sehr viele kleine Schweizer Biotech-Firmen sind performancemässig am Boomen. Was sind die Gründe? Geht das weiter? Das freut natürlich in erster Linie mal Schweizer Herz, weil in letzter Zeit sind eigentlich die Diskussionen eher gewesen, IPOs in Amerika durchzuführen, wo Biotech auch eine vernünftige Bewertung kann erfahren. Molecular Partners ist ein Ausnahmebeispiel. Ist eine Firma, die sehr gut aufgestellt ist, gute Leute dahinter sind. Wir hoffen natürlich, dass jetzt durch das Beispiel, dass das Schule macht und weitere Firmen an die Börse gehen. Und es ist eine Pipeline da, auch in der Schweiz im Bereich Biotech-Sektor. Wie sieht es im Medtech-Sektor aus in Sachen IPOs in der Schweiz? Ja, im IPO-Markt sind ein paar Firmen, die jetzt testen, ob sie an die Börse wollen. Wir hoffen, dass das natürlich gelingt. Von dem her, auch im Medtech-Sektor, neben Biotech, spielt die Schweiz weiterhin eine wichtige Rolle. Erzähl mir mal, merci für das Gespräch.